Hallo meine lieben Mittelalterfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben es geschafft, wir haben Stinker gefunden und der packt jetzt ordentlich aus. Und zwar über die andere Bande, Wichtsbande, die wir wahrscheinlich suchen und die wir wahrscheinlich kennen. Kanntest du einen von Wichtsleuten? Nein, haben nicht ein Wort mit uns gewechselt. Und Gesichter kamen mir auch keine bekannt vor. Weiß nur, dass sie den großen Kerl ihren Anführer Wicht nannten. Und Pius sagte, wir sollten uns vor ihm hüten. Ja, den großen Kerl kennen wir. Ich nehme an, du weißt nicht, wohin sie nach dem Überfall gingen. Auf dem Weg nach Neuhof erzählte mir Timmy, dass er mit Pius bei ihrem Lager war. Schätze, dort werden sie sein. Hat Timmy dir erzählt, wo das Lager ist? Irgendwo im Wald. Mehr hat er nicht gesagt. Die Sache ist die, Timmy hat an sich eine lebhafte Fantasie. Aber Pius hat ihn angebrüllt, er soll's Maul halten. Also vermute ich mal, dass da was dran ist. Alles klar. Und jetzt reden wir mal über Neuhof. Sag mir genau, wie der Überfall abgelaufen ist. Nun, wir haben von hinten gestürmt. Wichtsleute haben angefangen, die Pferde abzuschlachten. Teufel, war das ein Blutbad. In der Zwischenzeit haben Heinz und ich bei den Ställen rumgeschnüffelt, ob's da was zu plündern gibt. Letzten Endes hatten wir Erfolg. Was habt ihr gefunden? Nicht was, sondern wen. Smil, Hanuschs Stallmeister. Weiß nicht, warum er auf war und was er an den Ställen wollte, aber wir haben die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Heinz ging ihm an die Gurgel und ich hab ihn geohrfeigt, damit er ausspuckt, wo das Geld ist. Dann ging alles ratzfatz den Bach runter. Wicht kam angerannt und hat den Stallmeister aufgespießt wie ein Schwein zum Braten. Mir fiel die Kinnlade runter. Hab geglaubt, das mit dem Abschlachten wäre bloß Gerede gewesen. Doch das war's nicht? Nein, kein bisschen. Was geschah dann? Ich glotzte Smil an, voll und ganz aufgespießt. Und da bemerkte ich diesen Knaben auf der anderen Seite der Stelle. Die dumme Sau hat auf uns gezeigt mit großen Augen und sagte, ich kenn dich. Wicht drehte sich zu uns und zischte, macht ihn kalt. Also fingen Heinz und ich an zu rennen, denn der Kleine hatte Fersengeld gegeben. Zur gleichen Zeit kamen uns Geräusche eines Scharmützels im Hof zu Ohren. Wir holten den Jungen beim nächsten Bauernhaus ein. Ich warf ihn zu Boden, aber er zog mir ein Stück Eisen über, das mir der Schädel wie eine verdammte Kirchenglocke bimmelte. Heinz nahm ihm das Ding weg und stellte sich über ihn, sein Dolch in der Hand. Ich fing an zu beten. Letzten Endes verpasste er ihm bloß einen Tritt und sagte, zisch ab, Rotschopf. Und dann tauchte Wicht beim Tor auf und brüllte, dass wir los müssen. Also sind wir abgehauen. Tja, Wahnsinnsgeschichte. Was war nach dem Überfall? Wir haben auf Timmy gewartet, diesen Tölpel. Am selben Ort, an dem wir sie zuvor trafen, damit er wusste, wo wir waren. Verdammt beschissene Idee. Aber Pius wollte ihn nicht zurücklassen. Nach einer Weile wurde er von zwei von Wichtsleuten angeschleppt. Gab es da eine Meinungsverschiedenheit? Kann man wohl sagen. Sie haben uns sogleich als Verräter bezichtigt. Haben gewusst, dass wir einen laufen gelassen haben. Und wir sollten dafür büßen. Sie haben versucht, uns zu umzingeln. Und wir wussten, was uns blüht. Aber Heinz zog seinen Dolch und trieb ihn diesem Scheißkerl in den Wanst. Wicht? Nein, einem anderen. Dann riss sich Timmy los und wir nahmen allesamt die Beine in die Hand. Zum Glück waren die vom Überfall so kaputt, dass sie uns nicht folgten. Haben uns nur nachgebrüllt, dass sie uns finden werden. Der Abgestochene, das war der, den wir im Wald gefunden haben, der gerade noch mit diesem einen Penner geredet hat, den wir danach dann im Nahkampf erledigt haben. Alles klar. Mehr muss ich nicht wissen. Aber was mache ich jetzt mit dir? Tja. So schließt sich der Kreis. Hey, hier drüben. Oh, oh, was? Schnappen sie dich und bring dich um. Und mich auch. Zusammen haben wir viel bessere Chancen. Mhm. Oh, großer Gott.
Heinrich ist ein Badass geworden, ne? Kann man schon sagen, ne? Was ist das? Was machst du denn da? Wer ist? Sieh an. Jetzt zieh doch nicht die Waffe, ey. Mehr hast du nicht drauf? Komm her, Junge. Wie weit, lange willst du noch weglaufen? Okay, der eine ist schon weg. Wow! Boah, ey, diese Penner, ey! Oh, fuck! Komm her, du Weichei! Ich komme mir gerade auch wirklich vor wie ein Weichei. Okay, den habe ich auch erledigt. Jawohl! Okay, ich muss mal diesen Schlag da ausprobieren. Genug. Nix da, genug. Keiner von euch wird überleben. Das verspreche ich euch. Der ist tot. Was ist mit dem anderen? Auch gut. Ein Dietrich, wie süß. Zwei sogar. Auch noch ein bisschen Geld. Das Hasenfleisch nehme ich auch an mich. Die Lederhandschuhe sind wertvoll. Verband könnte ich mir noch anlegen. Gewöhnlich geteerte Jacke. Ja, das Brot vielleicht noch. Den habe ich doch alleine gegen alle gekämpft. Meine Fresse. Oh, Honig. Sehr gut. Noch ein Verband. Also die Lederhandschuhe sind wirklich was wert in dem Spiel. Aber auch, ist auch kein Wunder. Alte Stiefel, Groschen. Schlesischer Gambeson. Der hat jetzt eine Kettenhaube noch. Die ist ganz schön was wert. Platten. Ellenbogenkacheln, Lederhandschuhe, Honig. Ich nehme noch die Dietriche. So. Jetzt wird es erstmal Zeit, dass wir uns hier mal verbinden. Nee, das geht ja mal gar nicht. Okay, ich blute nicht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Kann ich irgendwas essen, was Lebenspunkte zurückgibt? Ein Apfel gibt auf jeden Fall Gesundheit zurück. Na komm, dann essen wir jetzt mal einen Apfel. Ja, wir sind mehr oder weniger halbtot, kann man so sagen. Die Hälfte der Lebenspunkte ging in die Binsen. Wo ist der Junge? Das Jagdschwert. Ist der abgehauen oder ist der tot oder was ist mit dem passiert? Irgendeine Quest war auch plötzlich gescheitert, ganz, ganz plötzlich. Muss ich mich nach Timmy noch erkundigen. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Questlog. Mein Freund Timmy. Wo ist der Timmy hin? Wo ist der Stinker hin? Der Bandit ist tot. Es ist mir völlig entgangen, wo der olle Stinker hin ist. Muss ich ehrlich gestehen. Ist der wieder reingerannt?
Man, er hat am Anfang ja angegriffen. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, mein Schwert zu ziehen. Vielleicht lag es daran. Nö. Gut, hier ist ein Bett. Ich kann jetzt auch erstmal mich hier auskurieren. Hat sogar mehrere Betten. Der hat sich hier gut eingerichtet. Das muss man ihm lassen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen hier und woanders, dann gehe ich lieber woanders hin. Gott, ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, einen Schlag auf die Hand, so wie es aussieht. Und einen Schlag auf den Torso. Aber ich habe keine Ahnung, wo der jetzt hin ist, der Stinker. Es liegen auch nur drei Leichen rum, ne? Mehr sehe ich nicht. Warte mal, dann mache ich jetzt erstmal eine Wegmarkierung nach Ledetschko. Oder nee, warte mal, ich kann eigentlich sogar die Schnellreise nehmen. Ach, ich trage natürlich zu viel und kann wieder... Ach, Mann. Wie mache ich das? Mit X einen Marker setzen. Na genau, das geht sogar in die richtige Richtung. Ich guck nur ganz, ganz kurz, ob er hier irgendwo in der näheren Umgebung irgendwie noch rumliegt. Was ich ja nicht hoffe. Scheint nicht der Fall zu sein. Also wahrscheinlich lebt er demnach noch. Boah, wieder mal alleine gegen drei. Das ist echt schon das Maximum, was man sich irgendwie erlauben kann. Wobei ich zugeben muss, ich hätte gerne noch ein Schild. Wenn ich ein Schild in der Hand habe, es gehen deutlich mehr Schläge daneben. Weil der Schild einfach von alleine schon im Weg ist. Ist mir aufgefallen. Wir brauchen einen Schild. Hui, sind wir aber schnell unten. Und hier ist auch noch eine Möglichkeit zum Pennen. Galöppel, galöppel. Hui. Ah, jetzt geht die Spezialisierung an, weil ich jetzt hier in diesem Ort bin. Cool. Was? Pferd backt rum. LOL. Pferd backt in der Luft rum. Okay, das sollten wir nicht wiederholen. Dass es in der Luft rumbacken kann. Ich habe Angst, dass es vielleicht dann nicht mehr runterkommt. Weil ich konnte es gerade nicht mehr steuern. Aber nur ein Fleischer. Gibt es ja noch andere Händler in dem Ort? Also es gibt auf jeden Fall einen Schneider und einen Händler, der direkt rechts von mir ist. Ich möchte jetzt ein paar Dinge verkaufen. Ich hoffe, dass ich ein paar Dinge verkaufen kann. Aber erstmal waschen wir uns. Wir sehen nämlich, glaube ich, schon ein bisschen mitgenommen aus. Guten Tag, der Herr. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Lol. Nicht schlecht. Gut, erstmal verkaufen. Ja, Waffen natürlich nicht. Rüstungen will ich verkaufen. Die dunkle schlesische irgendwas. Hey, das ist sogar besser als das, was wir tragen. Ist besser als der Gambeson. Ja, kein Wunder, der ist auch kaputt. Nein! Ich wollte ihn anziehen. Ach, hier geht das nicht. Ich bin natürlich beim Verkaufen. Wo ist die Kettenhaube? Da, die da. Die will ich verkaufen. Wie viel Geld hat der? 180. Du erhältst 305, das kann der nie zahlen. Aber ich will die Sachen loswerden, die schwer sind. Also eins davon zurück.
Der Warhorse Gambeson ist sowieso ziemlich im Arsch. Der wiegt aber auch dafür 12. Ja, weg mit. Und weg mit. Dann behalte ich lieber, wie gesagt, die Lederhandschuhe. Die kriege ich nämlich woanders teurer verkauft. Vielleicht kann ich auch noch was kaufen im direkten Tausch. Waffenpfeile, gewöhnlich geteerte Jacke. Braune Steppjacke. Was bringt das Teil hier? Nahrung. Gegenmittel. Retterschnaps haben die ja auch. Ja, wisst ihr was? Dann ist die Sache eigentlich ganz einfach. Dann kann ich ja hier meine Lederhandschuhe verkaufen. So einfach ist das. Der dunkle schlesische Gambeson, den will ich auf jeden Fall haben. Das ist ja als geklaut, deswegen kann ich das nicht verkaufen. 29 verbessert. Das sind 2,9 Kilo an Fernkampfwaffen. Und so viele Dietriche braucht kein Mensch. Ich habe auch mehr Verbände, als also gut für mich ist. 10 reichen. Das ganze Hasenfleisch kann ich verkaufen. Das ganze Brot verkaufe ich. Was bringt der Honig? Der bringt Energie. Kann er auch haben. Und kaufen will ich sonst nichts mehr. Dann feilschen wir doch mal. Dann bekommen wir endlich mal wieder ein bisschen Geld. Ein paar Schurken abmuxen. Und schon wird man reicher. Nun, versuchen wir es. Nun, versuchen wir es. Ich will natürlich so viel Geld wie möglich rausschlagen. Ach, mehr geht nicht. Weil du es bist. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Okay. Ich guck mal, ich habe ja letztes Angebot. Sind wir uns einig? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Hey, er kam mir wirklich noch mal ein Stückchen näher. Geil. Mit der Summe kann ich leben. Sehr gut. Ein bisschen Geld gemacht. So, wo ist jetzt der Schneider? Ist das schon da drüben der Schneider? Ich möchte nämlich ein, zwei Dinge richten lassen. Definitiv. Und vielleicht auch nochmal was verkaufen. Wenn möglich. Guten Tag, Herr Schneider. Gott sei mit dir. Und mit dir. Oh, Reparatur. Fangen wir mit der Reparatur von dem, ja, von meinem Scarlet Wappenrock an. Reparieren. 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 Wo ich gerade von Reparieren rede. Ach, wie geil. Die sind beide gleichmächtig. Ja, dann kann ich ja den robusten Gambeson ja auch behalten. Und den ja eher verkaufen. Feilschen. Das ist geklaut. Was soll das werden? Scher dich fort, verdammt. Was? Was? Ich hab doch gar nichts Geklautes von ihm. Doch, warte mal. Das Geklaute wollte ich reparieren lassen. Scheiße. Ja, dann reparieren wir halt das und tun den robusten Gambeson halt weglassen. Den müssen wir anders verkaufen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? Aber es ist schon ein bisschen blöd, dass die halt wirklich so jeden Scheiß erkennen, ne, den, der ist geklaut ist. Als ob dann. Das muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Als ob da irgendwie so eine Marke drauf wäre. Wisst ihr, was ich meine? So. Ich probiere es nochmal runterzumachen. Dann halt nicht. Was? Das ist doch letztes Angebot. Der kam gar nicht letztes Angebot. Oh, so ein Scheiß. Das muss man wissen. Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? So, jetzt probieren wir es nochmal.
Einverstanden? Mehr. Ja, dann lass es halt die 90 sein, ne? Na gut, einverstanden. Ah, jetzt sehen die Sachen auf einmal schon deutlich besser aus. Hui, was hat denn der alles? Lauter Sachen, die Charisma geben. Charisma 16 und so. Okay, Waffen hat er nicht. Rüstungen, ja, das sind einfach Rüstungen, sind in dem Fall halt Klamotten, ne? Langer Wappenrock. Roter Gugel. Rot-gelbe Gugel. Ah, so können wir also kann man gucken, wie man aussehen würde. Das ist der Wahnsinn. Schneider-Set. Okay, was kann ich hier verkaufen? So ziemlich einiges. Das hier können die verkaufen, will ich aber nicht. Ich würde den hier gern verkaufen, aber das wird nicht passieren. Schade. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann ziehe ich jetzt allerdings hier den Kollegen an, weil der ist im Grunde genauso gut wie der andere. Nur jetzt halt für teuer Geld von uns bezahlt. Was man hier alles klauen könnte, ey, wenn man hier einbrechen würde, ist der Wahnsinn. Gut, wir sind immer noch überladen. Aber ich kann ein paar Sachen ins Pferd packen. Zum Beispiel den Kollegen hier in die Satteltasche. Und schon sind wir nicht mehr überladen. Gut, Questlog. Ich wollte nochmal hier ganz, ganz kurz mal beim Dingens vorbeischauen. Vielleicht ist der da ja jetzt. Also ich hoffe wirklich, dass der noch lebt. Würde mich belasten, wenn nicht. Zumindest sehe ich ihn nicht. Aber es wäre ja auch wahrscheinlich ziemlich wahnwitzig, von ihm jetzt hier aufzutauchen, ne? Gott sei mit dir. LOL, was ist denn da passiert? Ich bin gerade von oben runtergefallen. Ich kann jetzt nur noch mit ihm handeln, das ist alles. Er interessiert sich irgendwie leider gar nicht mehr für seinen Sohn. Ja, 200. Ich muss mir echt mal diese Karten hier mal mir näher genau angucken. Das sind, glaube ich, diese lustigen... Diese lustigen Teile, die man als... Also diese Warhorse-Rüstung oder wie auch immer, die man sich da so organisieren konnte. Okay, also im Grunde kann ich das jetzt hier momentan... Halt. Marker X entfernen. Kann ich jetzt da hinreisen? Es gibt keine Schnellreisefunktion hierhin. Geht nicht. Also muss ich von Hand dahin reiten. Und das ist nicht der Junge, den... Das ist nicht Stinker. Ich bin mal gespannt, ob wir von Stinker nochmal hören. Das ist ein Bogenschießen-Questgeber, aber interessiert mich momentan nicht. Ich bin halt gerade eben sowas von angefixt von dieser Story, Leute, dass ich sowas von dranbleiben will. Das Problem ist aber auch, dass es halt, glaube ich, auch eine Hauptquest ist, ne? Ich sollte halt auch mal was nebenbei machen. Was, wir machen jetzt mal was nebenbei. Das ist alles Hauptquest, ne? Das rennt uns jetzt gerade nicht weg. Ich mache jetzt absichtlich mal die Hauptquest aus. Zu Diensten, meine Herrin, der Schatz. Wir machen jetzt einfach mal nur der Schatz. Wir machen Vergeltung aus. Unser Weg führt uns jetzt hier nach Skalitz. Es ist ziemlich lebensgefährlich, das zu tun, vor allem tot am Wegesrand. Halten.
Aha. Moment. Das gefällt mir nicht, was da vorne ist. Hey, du da. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Da liegt eine Leiche. Hey, hast du sie etwa umgebracht? Was versuchst du mir anzuhängen, du Bastard? Du! Du warst es! Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Was? Was treibst du? In der Nähe einer Leiche. In der Nähe eines Mordes. Ich reise im Dienste von Herrn Ratzig Kobilla durch die Provinz. Herr Ratzig? Oh, ich bitte um Verzeihung. War nicht so gemeint. Also gut. Ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Faszinierend. Wir müssen die Sache aber jemandem melden. Leider können wir sonst nicht allzu viel tun. Okay. Pass etwas besser auf. So ein frecher Händler, ey. Also gut, das ist einfach nur so eine Zufallswegesbegegnung, die einem hier passieren kann. Jetzt weiß ich, was das ist. Und er ist gar nicht der Schuldige, oder wahrscheinlich nicht. Tja. Blutiger Scheiß, ne? Das ist ja mal eine harte Nummer. Scheint ja häufiger vorzukommen. Ich befürchte fast, dass es die Kumanen waren. Weiter geht's. Mal gucken, ob noch mehr von dieser Art passiert. Na, da kommen wir wieder durch unbekanntes Gebiet. Decken ein bisschen was auf. Was ist denn das für ein Ort? Keine Ahnung, ein kleiner Mini-Ort. Und hier ist noch so eine Serpentine. Es ist sehr gefährlich, nach Skalitz zu gehen. Wanderer, untersuchen. Warte, lass uns doch kurz reden. Du machst mich ja gar nicht paranoide, so wie du hier rumhockst. Du hast doch nichts gegen etwas Reibach. Worum geht es? Heute ist dein Glückstag, mein Freund. Ich habe ein Angebot für dich. Eines, das man nur einmal im Leben erhält. Aha. Na gut, zeig mir dein Angebot. Wie du wünschst. Was? Echt jetzt? Retterschnaps für 10? Kauf ich. Vermögen des Händlers nicht vorhanden. Wie geil ist das denn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt sollte ich was zum Tausch haben. Ist egal. Wir werden jetzt einfach feilschen. Hat es jetzt geklappt? Worum geht es? Heute. Ich hab mir gerade X geglückt und. Zeig mir dann, wie du willst. Okay, warte mal. Das mit dem Feilschen hat nicht geklappt. Ich muss den Handel einfach abschließen. Nur so geht das. Komischerweise. Muss man nicht verstehen. Ist aber so. Ich habe einen Schnellreiseort entdeckt. Hier in Rovna. Ich würde gerne mal wissen, wer da oben wohnt. Da sind wir das letzte Mal schon mal dran vorbeigaloppiert. Da wohnt doch jemand. Also das letzte Mal, als wir hier waren, ne? Vor Äonen. Als sie uns hier verfolgt haben. Und da wer? Ist hier menschliches Leben? Scheinbar nicht. Hier lasse ich mich nieder. Hier scheint keiner zu wohnen. Ne, ohne Witz, hier ist wirklich niemand.
Wie spät haben wir es denn da gerade? Es ist eh kurz vor Abend. Ich werde definitiv nicht am Abend in diese gefährliche Zone gehen. Komm mal mit, mein liebes Pebbles hier. Park dich mal weiter da drüben. Das ist, glaube ich, besser. So. Sind wir hungrig? Nur ein bisschen. Wir essen aus dem Topf. Sind gerade wirklich überfressen. Kehren hier ein. Mich kann gerade nichts davon abhalten, mich hier umzuschauen. Radieschen gibt's hier. Was? Ich wollte das eigentlich eher öffnen. Also auf jeden Fall kümmert sich hier anscheinend jemand um das Zeug. Kann ich versuchen zu knacken. Das versuchen wir noch in der nächsten Folge, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüssi und Ade.